Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Dead. Der Tag ist schon wieder halb um und ich habe mich dazu entschieden, mal ein bisschen in die Stadt zu gehen und ein wenig zu looten. Unsere Falle ist ja schon so gut aufgebaut, dass wir da relativ, auch cool, das ist ja cool gemacht, relativ stressfrei unterwegs sind. Und ich denke, da können wir uns das auch mal erlauben, einen halben Tag ein bisschen Spaß zu haben. Wir dürfen mal rein, dann machen wir das doch auch direkt. Hier sehe ich nichts, da auch nicht. Dann haben wir hier irgendwas weglogen dürfen. Aktuell nicht. Ist hier einer drin? Sehr dunkel hier, ich mach mal Licht an. Nichts zu looten. Hallo? Schön. Wie einer immer entspannt ist hier. Und du siehst aber auch irgendwie ein bisschen so spezialmäßig aus. Aber stehst nicht nochmal auf. Sehr schön. Ja, herrlich. Aber zum Looten ist hier irgendwie immer noch nichts, ne? Aber ist auf jeden Fall noch Action. Wir gucken mal, was hier noch so los ist. Zack. Also hier sieht man keinen. Achso, das ist der gleiche Raum, wo ich da schon rein bin. Da ist einer. Hallo, Kumpel. Also dieses Katana ist echt mega. Ich mag das voll. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Ist das ein Vögelchen da in der Ecke? Ich krieg's nicht. Dann muss ich es jetzt echt abfeuern. Jetzt habe ich's. Zack. Und es war ein Sperling. Sehr schön. So, dann gucken wir nochmal weiter. Also hier haben wir jetzt alles erledigt. Im Keller geht's. Oder auch nicht. Es war auf jeden Fall eine schöne Idee, dass wir hinter den Keller gehen können. Hier waren wir schon überall. Machen wir die Tür mal wieder zu. Und dann geht's mal nach oben. Okay. Was ist hier los? Hier ist keiner. Wie sieht's hier aus? Oh, hallo Kumpel. Wolltest du ein Bad nehmen? Ich hab gesagt, nimm mein Bad. Herrlich. Ist hier noch einer drin? Hier vielleicht? Cool. Heizungsanlage. Klo. Oh, hier ist eine Kiste. Haufen Zeugs. Nehmen wir alles mit. Jetzt haben wir hier nichts. Raum 1 abgeschlossen. Raum 2. Neue Schuhe, herrlich oder auch nicht, weil wir haben ja schon ganz viele davon. Schon bei einem kompletten Schuhschrank bauen. Und hier, den haben wir hier noch. Da sind noch mehr Schuhe, oder? Natürlich sind das noch mehr Schuhe. Oh, eine Lederjacke. Schön. Ach, guck, kann ich sie mal beides anziehen. Na, machen wir das doch. Ganz viel nix. Oh, das kann ich machen. Schön. Das haben wir noch ordentliche Kiste. Nehmen wir. Gut, erste Hütte abgeschlossen. Sieht so aus, als wäre sie vollständig. So, gehen wir mal durch die vordere Tür raus. Hier ist jetzt nichts los. Gucken wir mal, was hier auf der Straße noch so geht. Hier scheint noch nicht gewesen zu sein. So, meine Lieben, dann essen wir mal ein Ei und dann gehen wir in die nächste Hütte. Moment, ich gucke mir noch schnell an, ob wir das Auto hier mitnehmen dürfen. Natürlich nicht, wäre auch zu schön gewesen. Das nehmen wir noch mit und dann gehen wir einfach direkt mal hier rein. Machen wir keine halben Sachen, ich stürme einfach mal die Bude hier. Gucken, was wir hier so aushalten. Immer schön in Bewegung bleiben. Schwert macht ja AI-Damage.
Dann sollte das eigentlich überhaupt kein Thema sein hier mit den Jungs. Noch einer. Dass wir mit dem Rest noch kommen können. Na herrlich. Ich würde sagen, die Waffe habe ich so langsam raus. Ja, hier können wir doch noch einer rum. So, das Ding haben wir. Da gibt's nichts. Hier gibt's nichts. Da gibt's noch einen. Oder auch nicht. Hier ist auch nichts weiter. Ist öffnen. Gibt's nochmal rum. Oha. Das ist ja wirklich ein sehr geräumiger Flur hier. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, die Hütte ist noch ausbaufähig. Wollt ihr mich veräppeln? Gleich zu zweit? Tut mir leid. Aber ich mache jetzt hier keinen Gruppenrodeo. Weißt du wie? Waff, wie viel haben wir da? Auf die Tür aber schnell. Noch jemand ohne Fahrschein? Der Flur ist so klein, dass ich ihn direkt übersehe. Machen wir mal lieber zu. Da rollen noch die Köpfe. Toll, schon wieder so viel Action und nichts gibt's dafür. Gut, nächste Hütte fertig. Das ist ja völlig verrückt. Wie komme ich denn wieder raus? Was ist denn immer? Muss ich irgendwie den Flur erwischen. Close. Jetzt bin ich hier noch drin. Close. Nee. Ich komme hier nicht mehr raus. Hilfe. Jetzt bin ich in dem Raum. Das ist doch völlig verrückt. Wie soll ich hier jemals wieder rauskommen? So. Die Zombies finden sich hier zurecht. Ich nicht. So, dann machen wir hier mal weiter. Der Hund bellt zwar irgendwie unaufhörlich im Hintergrund, aber das werdet ihr schon aushalten. So, hier gibt's nichts. Jetzt kommt er näher. Ich mache noch mal kurz Pause. So, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Weiter geht's. Hier unten war kein Loot. Gucken wir hier noch mal schnell rein. Auch wieder so ein fertiger Raum. Geht's hier hoch? Was haben wir hier? Oh, diese Fenster finde ich schick. Die leben hier ganz schön gefährlich. Also Kinder gibt es in den Häusern hier nicht, oder? Die fallen ja hier sofort die Treppe runter. Noch eine Armbrust. Ja, wäre cool, wenn man für die multiplen Gegenstände auch eine Verwendung hätte. Das nehmen wir. Oh, Zahnrad dabei. Ein Sneakers. Ja, mehr war hier oben jetzt nicht. Doch hier hinten noch. Hier geht es noch reichlich weiter. Gucken wir jetzt hier rein. Hier ist nichts. Dann gucken wir hier weiter. Hallo? Oh, guck mal. Darf ich da ran? Das war jetzt der... Nö. Gut, dann haben wir die Hütte auch fertig. Guck, was ich meine. Also Kinder können hier nicht wohnen. Also ich würde hier als Kind ständig die Treppe runterfallen. Was ist hier los? Ist hier noch wer? Hallo? Ja, ganz ruhig. Schön liegen bleiben. Weil der hat auch nichts für mich. Schade. Gut. Die Hütte haben wir. Oben haben wir auch. Was ist eigentlich für ein Riesenladen hier links? Waren wir da schon drin? Klingt so, als wären wir es noch nicht gewesen. Dürfen wir da rein? Oh ja. Hallo Kumpel.
So, den haben wir. Mehr sehen wir hier jetzt für den Moment nicht. Drei Dudes. Hallo, Kumpel. Kommt der mich besuchen hier? Hört sich so an. Hallo? Ich höre dich rennen, aber ihr seid wahrscheinlich wieder da oben alle, ne? Ach ne, draußen. Hallo? Noch einer. Ja, richtig beliebt heute Abend. Mehr? Nee. Mal, was auf dieser Seite so los ist. Ach, da geht's ja nur wieder nach draußen. Na gut, lass mal offen. Vielleicht kriegen wir ja noch Gesellschaft. Oh nein, wieder enge Gänge oder was? Da steht schon einer. Wo geht denn das hier wohl? Oh, hallo, Kumpel. Hier gibt es auch nichts zu suchen. Da geht's runter, da geht's hoch. Guck mal hier nochmal rein. Ja, was? Noch eine Erbu und noch eine Brechstange. Ja, hauen wir mal so gutes Zeug. Jetzt mal gucken, ob man diese Waffen auseinandernehmen kann, ob es da irgendwelche Möglichkeiten zu gibt. Oh, hallo. Okay, du kannst schon ein Stück mehr ab. Hm? Hast aber auch nichts für mich. Das ist interessant. Also die Räume, wo nichts los ist, da kriegst du Loot. So wie hier. Und die Räume, wo die dicken Typen drin stehen, da gibt's gar nichts. Aber gut, wer lässt sich von sowas irritieren? Einfach her mit dem Krempel. Haben wir eigentlich noch Platz? Na, zu viel, ne? 18 Uhr? Ach komm. Ein bisschen weiter hier. Wird wieder los, da ist nichts. Hier ist direkt ein Lootraum. Ja, eine Lootkiste. Guck mal, da hinten ist ein Kumpel. Hallo? Irgendwann werde ich kopflos in so einen Raum reinstürzen und werde mich zwischen 10 Zombies wiederfinden, die mich gleichzeitig angreifen. Boah, die sind ja alle recht entspannt hier. Gut, die Seite sauber. Hallo? Adios, amigos. Take all. So, gehen wir mal. Oh, ich glaube, wir sind oben angekommen. Jo, das war's. So, dann wollen wir mal wieder runter, runter, runter. Runter, runter, runter. So, gucken wir mal, wie sieht es denn hier draußen aus? Hier können wir ein bisschen was looten. Seht euch das Prachtstück an. Ist ja nur wenig übertrieben groß. Für mich ganz allein. Reload. Kommt da jetzt Zombies? Wobei, dann würde meine Flammenwerfer Gas geben. So, das haben wir alles. Wie sieht's mit Vögeln aus da oben? Eine flatterige Besuch. Nicht. Das Problem ist, die anderen habe ich jetzt umgestellt, damit ich da überhaupt erstmal dran komme. Und jetzt sehe ich die nicht mehr. Und von hier bin ich, glaube ich, zu weit weg, um die überhaupt treffen zu können, selbst wenn da eine Hunde ziehen würde. Naja, muss ich jetzt durch. Gut, dann würde ich sagen, ich werde hier noch ein bisschen rumwuseln und wir sehen uns gleich zur Wordenacht wieder. Herzlich willkommen zurück. So wie es aussieht, geht der Spaß los. Ich habe hier doch noch ein bisschen was hinzugefügt, zum Beispiel noch einen Kompressor, dass ich hier auch noch rumlaufen kann. Und ja, bevor ich jetzt hier großartig weiterbaue, achso genau, questtechnisch habe ich jetzt doch noch einen zweiten Flammenwerfer hingestellt hier unten.
Eider aus, die geben ja richtig Gas hier. Naja, auf jeden Fall wollte ich mal testen, ob die den Laufsteg hier auch wirklich nutzen. Und ja, dann werden wir mal schauen, wie ich das Ding weiterbauen. Ich denke mal, ich werde jetzt hier einfach mal versuchen, so eine Art Spirale zu bauen und dann hier in der Mitte noch ein paar Flammenwerfer, die dann immer rechts und links in alle Richtungen schießen. Aber die Dinger platzen hier ja richtig geil. Finde ich cool. Also das ist schon... Oh, das Katapult schießt da auch drauf. Ja, guck mal, die kommen kaum rein in den Kompressor. Mal hier hinstellen. Kann man nämlich schön hier durchgucken. Ja, ich werde den ersten Teil wieder auf Turbo-Modus setzen. Jetzt wird es tatsächlich langsam etwas voller hier, das ganze Spiel. Aber ich glaube, das ist immer noch nicht die Abschusswelle. Es sind hier so ein paar abgehackte. Und ja, die kommen jetzt in größeren Gruppen. Aber es ist noch nicht die Abschusswelle. Also was ich auf jeden Fall für mich jetzt entschieden habe, die Problematik, die ich aktuell an dem Baustil hier sehe, ist, dass meine aktiven Waffen ja, die ganze Arbeit machen. Also die teuer nachzuladen sind, hier die Benzin und auch hier diese Ballista-Pfeile, ne? Und die Pfeilen, die jetzt hier, ich sag mal, passiv oder gegen ein paar Äste, besser gesagt, in Action treten, die kommen gar nicht zum Einsatz hier aktuell. Was mir aufgefallen ist, da wo die Beute liegen, das ist so die Max-Reichweite von dem vorderen Flammenwerfer. Ich denke mal, ich werde das jetzt so einstellen, das Katapult schießt eh über die halbe Map, da kannst du nichts gegen machen. Und die Balliste auch. Aber ich werde da nochmal anfangen, Pendel und Schredder hinzusetzen und zu sehen, dass dieses ganze kleine Loot schon mal komplett verschwindet, bevor es überhaupt hier in der Reichweite des Flammenwerfers ankommt. Ja, einfach um da halt Munition zu sparen. Also ein Schredder, der ist gut genug für die Kleinen, genau wie das Pendel nachher auch. Und ja, das reicht vollkommen. So als erste Linie. Und alles, was dann da so durchkommt, das kann dann gerne der Flammenwerfer erledigen, beziehungsweise auch das, was so übrig geblieben ist. Hoppala, wolltest du mich besuchen kommen? Ich hatte jetzt irgendwie nicht so richtig den Eindruck. Ja, der ist hinfällig. Aber es ist immer noch nicht die finale Welle. Wobei doch da hinten kommen die Explosionsviecher. Das ist, glaube ich, auch schon ein dickerer hier. Ja, perfekt. Dann wollen wir mal gucken, wie sich die ganze Base hier macht. Ja, da kommt einiges. So, der kriegt direkt schon mal ein paar auf die Nase hier. Mr. Explosion. Ei. Der hält ja richtig was aus, der Junge. Ja, und jetzt geht er hoch. Aber hält sich alles im Rahmen. Wie sieht's aus? Also erstes Pendel schlägt aus. Ansonsten passiert hier noch nicht viel. Ja, den Rest erledigen hier tatsächlich Flammenwerfer, Bogen. Wie sieht's hier aus? Geht einer auf die Fallen direkt drauf? Nö. Ach, die beiden Jungs hier wieder. Die waren noch letzte Woche auch schon irgendwie abseits vom Rest. Aber ist nicht schlimm. Die werden hier ordentlich geröstet jetzt. Das passt. Sieht gut aus. Ich glaube, die Musik ist vorbei. Wir haben es überstanden. Ach ja. Das war ja jetzt alles gar nicht so, wie soll ich sagen, wild. Reload. Muss ich da noch ein bisschen Schritt. Viel von dem Zeug habe ich eh nicht mehr. Dann gucken wir mal, was wir hier aufheben dürfen. Ebenfalls Reload. Und hier geht das dann los mit dem ganzen Loot. Zack. Joa. Schön loot mal nochmal schnell alles zusammen. Also wirklich Schaden haben die Jungs nicht angerichtet. Hat halt, wie gesagt, einen Haufen Money gekostet. Und meine ganzen Pfeilen sind ausgelöst, habe ich so den Eindruck. Was ist das?
paar Dinger habe ich noch. Was bist du? Wolf, jawohl. Oh, mal ein Reload. Die ist noch zu. Hier liegt noch ein Beutel. Tralabums, da hinten ist noch eine Falle zu. Oh, ich glaube, ich kriege Gesellschaft. Oder war es nur ein Tier? Es war nur ein Tier. Also die Steps sind auch, ja, wie soll ich sagen, von der Geräuschkulisse her alle sehr nah beieinander. Das könnte man auch gut und gerne ein bisschen differenzierter gestalten. Ja, aber ansonsten, so wie es jetzt hier aussieht, habe ich alles aufgeräumt. Passt, also wirklich Schaden sehe ich jetzt hier und hier, ne? Aber hier hat auch die ganze Action stattgefunden. Ja, auch, aber das hält sich echt in Grenzen. Jawohl. Jawohl. Auch hier, also da, wo das Viech explodiert, ist überhaupt nichts. Und hier ist nichts, überhaupt gar nichts passiert. Nicht mal Munition. Wir haben doch gar nicht vorhin nachgeladen. Guck mal, ob der Schredder hier was verbraucht hat. Nix. Nicht einer bis zum Schredder gekommen. Das finde ich gut. So, gucken wir mal, was wir hier noch Gutes tun können hier. So, jawohl, und hast du auch noch ein bisschen was drin hier? Joa, gut, also es ist jetzt auch nicht so mega teuer, aber man kann es sich sparen. Also Äste sind auf jeden Fall nochmal eine ganze Ecke günstiger herzustellen. Gut, ja, also wie gesagt, ich denke mal hier noch ein Pendel und einen Schredder davor. Gucken wir mal gerade. Mini. Fangen wir mit dem Pendel an. An den Kompressor direkt dran. Und drehen wäre, glaube ich, ganz cool, oder? Ja, so ist gut. Da dran. So, der geht dann bis hier an. Gut. Dann können wir hier noch einen Schredder dran setzen. Passt ganz genau. Jetzt wäre es abgemessen. Herrlich. Also Schredder, Pendel und dann läuft das. Gut, das werde ich aber offscreen machen. Beziehungsweise ich werde die Mats dafür offscreen zusammenfahren und den Rest machen wir dann in der nächsten Folge zusammen. Dann habe ich hier die schöne Aufgabe Falle mit Köder. Dafür brauche ich noch großes Fleisch. Muss ich auch noch mal gucken, wie ich das organisiert bekomme. Aber das werden wir auch alles in der nächsten Folge machen. Das Feld. Oh, Sekunde. Das machen wir, glaube ich, noch. Ich darf hier harvesten. Alter, Kartoffeln, Weißkohl, Knoblauch, Samen, Süßkartoffeln. Da kommt hier ein ganzer Hintern voll. Warum? Nehmen wir alles. Und dann müssen wir das Ganze noch mal einsäen mit Samen. Ah, und natürliches Pestizid brauche ich dafür. Na guck, habe ich ein paar von. Das kriegen wir ja dann erstmal hin. So, und dann schmeißen wir den Krempel in die Essenskiste und dann gucken wir mal, was ich daraus zaubern kann. Das hat schon mal geklappt. So, Need Upgrade. Ach so, ich muss das Ding noch upgraden. Ja, richtig. Ich glaube, das werde ich dann wohl auch offscreen mal in Angriff nehmen. So, euch da rein, Fleisch da rein. Weißkohl, Gurke, Knoblauch, Kartoffel, Süßkartoffel, Zucchini, Wassermelone. Ah, passt nicht mehr. Gut, also upgraden muss ich die olle Kiste auch nochmal. Ach, das Leder. Aber ich glaube, da müsste ich jetzt genug haben. Seilnägel und so weiter. Gut, alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.